Sag mal, Andy, was machst du denn da? Ich war gerade bei meinem Waffendealer und habe dieses ganz besondere Schnäppchen geschossen. Wieso? Was ist denn in dem Koffer drin? Ein phasenkoordiniertes Plasmagewehr mit einer 40er Reichweite? Nein. Besser! Eine wärmegesteuerte Neutronenbombe mit einer Detonationskraft von 8000 GHz? Besser! Die Vorgeschichte von Cyberpunk 2077. Denn Wissen ist auch Macht. Lass mal drüber reden. Cyberpunk hat wirklich eine umfangreiche Story und begleitet uns als Genre länger als viele vielleicht vermuten. Wir reden jetzt gleich sehr ausführlich über die Story vor Cyberpunk 2077, aber auch Details zur Storyentwicklung des Spiels und andere spannende Dinge. Bevor wir uns aber mit der Vorgeschichte zu Cyberpunk 2077 beschäftigen, vergesst wie immer nicht am Ende des Videos ein Like und Abo dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Ihr findet uns außerdem auf Instagram, Twitch, Facebook und unserer Website www.games.de. Okay, Andy. Bevor wir auf die Story von Cyberpunk 2077 eingehen, möchtest du uns einen kurzen Einblick geben, was Cyberpunk als Genre jetzt eigentlich überhaupt ist? Ich meine, du sagst ja selbst, das begleitet uns schon eine ganze Weile, ne? Wie kann man das denn jetzt überhaupt einordnen? Ja klar, also Cyberpunk ist ein Subgenre von Science Fiction und spielt meist in einer dystopischen, also dem Gegenteil von utopischen Zukunft. Die Welt ist unterteilt in schmutzige, heruntergekommene und benachteiligte Klassen auf der einen Seite der Gesellschaft und den Profiteuren auf der anderen Seite. Staaten werden nicht von Regierungen, sondern großen Konzernen gelenkt, in denen Politiker bestenfalls Marionetten sind. Den Höhepunkt des Genres hatte man in den 80er Jahren, wodurch das klassische Bild von Cyberpunk auch sehr 80s-lastig geprägt ist, sowohl visuell als auch von der Musik. Die Erweiterung des Menschen durch Technologie, die sogenannte Körperkonversion, ist außerdem zentraler Bestandteil und die Menschen versuchen unter anderem dadurch ihre Probleme zu überwinden und ja, einfach den Alltag zu leben und zu überleben. Wobei natürlich ironischerweise viele dieser Technologien ihre Quelle beim Ursprung allen Übels haben, den Konzern. Cyberpunk als Genre ist im Prinzip nichts weiter als ein Spiegelbild der westlichen, dekadenten Gesellschaft mit noch größeren Klassengräben, als wir sie ohnehin schon haben, einer Mischung aus digitaler und analoger Technologie und ganz oft, aber nicht immer, den Style der 80s. Be my man. You made it. Okay, das klingt jetzt alles sehr cool, aber auch ein bisschen abstrakt. Kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen? Vielleicht auch so aus dem Filmbereich, wo wir das schon mal gesehen haben? Ja klar, also da haben wir 12 Monkeys, Robocop, wobei nur den Verhoeven-Film und vielleicht noch ein bisschen den zweiten Teil, denn ein Remake und ein dritter Teil existieren nicht. Das wollte ich nur mal festgestellt haben. Dann haben wir dann noch Akira, Matrix, Alita, Battle Angel von Rodriguez, der ja auch erst 2019 im Kino war und natürlich das bekannteste Beispiel Blade Runner. Aber auch in Videospielen gibt es Beispiele wie System Shock oder Deus Ex oder Soma. Das ist ein gutes Beispiel für ein Cyberpunk-Horrorspiel ohne 80s-Einfluss. Bioshock tendiert zwar auch so ein bisschen in die Richtung Körpermodifikation, aber da geht es dann ja auch eher um Veränderungen durch Plasmide und nicht so sehr durch Technik. Cyberpunk selbst, also als Marke, ist übrigens bekannt von den Tabletop-Spielen und Büchern. Okay, nachdem wir nun wissen, was die Grundvoraussetzungen für diese Welt sind, wie sieht es denn mit der Vergangenheit von Cyberpunk 2077 aus? Wie ist es denn so weit gekommen? Und was hat Johnny Silverhand, also Keanu Reeves Charakter, vorher gemacht?
Und was müssen wir jetzt eigentlich überhaupt für das Spiel wissen? Ja, ich würde sagen, wir beginnen im Jahr 1993. Die Anzahl der Obdachlosen in den USA beträgt 21 Millionen. Durch die technologische Revolution wird die Gesellschaft radikal in zwei Klassen geteilt. Die, die an der Entwicklung oder Vermarktung dieser Technologien einen Beitrag leisten können und damit eine Automatisierung der Wirtschaft forcieren, was Millionen Menschen in die Arbeitslosigkeit drängt, und ja, allen anderen. Also die Mittelklasse wurde fast vollkommen ausgelöscht und es gibt nur noch Arm und Reich. Das macht sich auch in Night City bemerkbar. Die Sektoren der Reichen werden von Soldaten bewacht und zeigen den hohen Lebensstandard ihrer Bewohner. Der Rest lebt in Slums, in Ghettos, und Gangs, Mörder und andere Verbrecher bestimmen den Alltag und das Straßenbild der Normalbevölkerung. In München, ja, München, wird zur gleichen Zeit der erste DRC, also der Biological Interface Chip, hergestellt, welcher die Grundlage zur Vernetzung der Menschen mit Technologie darstellt. 1994 kollabiert dann die amerikanische Wirtschaft und das Heer der Arbeitslosen nimmt monströse Ausmaße an. Mit der US-Kriegsführung in Südamerika, welche ungeahnte Probleme mit sich zieht, sowie massiver Korruption und der eben genannten Arbeitslosigkeit, passiert 1996 das Unglaubliche. Der amerikanische Staat bricht in sich zusammen. Jeder vierte Amerikaner, also insgesamt 68 Millionen Menschen, werden obdachlos. Außerdem meldet sich das Klima zu Wort und die Bevölkerung wird durch Dürre, Stürme und Erdbeben weiter in ihrer Existenz bedroht. Beim großen Beben von Los Angeles werden dann 65.000 Menschen getötet. Infolge des Chaos formieren sich die ersten Booster-Gangs und die Verfassung wird außer Kraft gesetzt, um zumindest den Versuch zu starten, irgendeine Form von Ordnung wiederherzustellen. 1997 verfällt dann der Mittlere Osten in einen nuklearen Krieg und die weltweite Ölzufuhr wird infolgedessen halbiert. Bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts toben außerdem diverse Seuchen durch die USA und Europa und das Internet wird geboren, welches in Cyberpunk einfach nur The Net oder das Netz heißt. Das lässt sich so nutzen, wie wir das eben auch von unserer Realität kennen, oder über ein kybernetisches Interface. Jedoch dauert das noch ein bisschen. 2003 beginnen dann die ersten Versuche der großen Firmen, die Macht an sich zu reißen und eine Form von Ordnung, zumindest in gewissen Distrikten, wiederherzustellen. Dies gelingt dann teilweise im zweiten Corporate War, also Firmenkrieg, im Jahr 2006, wo sich die Unternehmen wegen Ölfeldern im südchinesischen Meer an den Kragen gehen. 2007 ist es dann möglich, über neurale Transzessionen in das Internet einzutauchen und das Ganze als dreidimensionale Umgebung wahrzunehmen. Könnt ihr euch ungefähr so vorstellen wie in Ready Player One. Auch in Raumfahrt und künstlicher Intelligenz und Klonen werden massive Fortschritte erzielt. Europa geht wirtschaftlich erstarkt aus der Krise hervor. Auch die südamerikanischen Länder formen eine Staatengemeinschaft. Aber niemand möchte mehr etwas mit den USA zu tun haben. Diese sind jetzt vollkommen auf sich alleine gestellt. 2013 ist das Jahr, in dem Johnny Silverhand das erste Mal in Erscheinung trat. Er ist durch viele Bücher und Spiele der zentrale Charakter der Cyberpunk-Reihe, jedoch nicht in 2077. Er ist ein sogenannter Rockerboy, also ja, sowas wie ein Guerillakämpfer, der gleichzeitig in einer Band mit dem Namen Samurai spielt. Außerdem ist er verantwortlich für den Angriff auf eine der größten Firmen von Night City, die Asaka Corporation. Im Jahr 2024 wird Johnny dann von einem Cyborg mit dem Namen Adam Smasher getötet. Warum der Hauptcharakter mit dem Namen wie, den oder die wir in Cyberpunk 2077 spielen, Johnny trotzdem sehen kann, das verraten wir natürlich nicht. Puh, ja, das ist jetzt schon einiges an Infos. War das jetzt schon alles oder gibt es da etwa noch mehr? Naja, ich habe tatsächlich versucht, es so gut es geht zusammenzufassen, um einen Einblick in die Welt zu geben. Es ist unglaublich, wie detailliert dieses Universum geschrieben wurde und wie viele Parallelen zur heutigen Zeit, Politik und Gesellschaft zu finden sind. Also mir war es wichtig, euch da mal einen kleinen Einblick in diese Welt zu geben und auch euer Interesse am Genre zu wecken, denn
Cyberpunk hat aus meiner Sicht nicht nur einen coolen Look und Stil, sondern ist von der Grundprämisse unglaublich spannend und visionär erzählt. Außerdem könnte es tatsächlich sein, dass sich durch das Spiel am Lore noch ein klein bisschen was ändert. Okay, wieso sollte sich da was ändern? Ich meine, die Bücher, Tabletops und so weiter, die sind ja schon alle lange erschienen, oder? Ja, es hat sich Cyberpunk-Autor Mike Pondsmith dazu geäußert und meinte, er war bereit, einige Dinge aus dem Lore umzuschreiben bzw. den Kanon zu ändern, sodass manche Story-Details aus Cyberpunk 2077 nicht mit vorherigen Veröffentlichungen kollidieren. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt hierbei um sehr große und vielschichtige Änderungen handelt, aber ich finde es gut, dass Pondsmith dem Cyberpunk-Team so viele Freiheiten lässt. Part of it is the fact that they dragged me out there quite often to sit and talk to the entire studio about how the world works, what makes it tick, what was I thinking when I did certain things. So they don't just do that with one studio. I've, you know, visited all the studios at some time or another, and we sit down and we talk about it. We talk about, okay, so what did this particular thing in the world mean? What is, you know, how does Arasaka work? What's its relationship to Militech? How do people live day to day? And all those are discussion points on the table as we kind of, you know, etch out where we want to go. So the resulting project looks a heck of a lot like what was in my head. Also schreibt Pondsmith nicht mit an der Story von Cyberpunk 2077? Nein, also er ist, so viel mir bekannt ist, nur in einer beratenden Funktion mit an Bord gewesen. Dazu hat sich einer der Autoren von CD Projekt Red, Stanislav Svinchitsky, so schwer ist das doch gar nicht, Andy. Ja, ich Pole müsste man sagen. Jedenfalls, der hat sich da mal im Detail beim offiziellen PlayStation Magazin zu Wort gemeldet. Laut eigener Aussage wird die Handlung unfassbar verwoben und komplex sein. Sie arbeiten mit einem Autorenteam von 8 bis 10 Leuten nur an der Story und haben da auch relativ freie Hand. Die Bösewichte, und das ist mir tatsächlich sehr wichtig, sollen dabei nicht eindimensional sein, sondern vielschichtig und facettenreich. Sie sollen nicht böse sein, weil sie böse geschrieben wurden, sondern ihre eigene nachvollziehbare Motivation erhalten. Ja, wie sieht es denn mit der Story der Nebenquests aus? Werden die irgendeine Form von Einfluss auf die Hauptstory haben? Ja, die haben massiven Einfluss. Also nicht nur auf das, was während dem Spiel in der Hauptgeschichte passiert, sondern auch auf das Ende. Es wird für die Quests auch diverse Lösungswege geben. Das hat man ja in den Gameplay-Demos schon zur Genüge gesehen. Aber es kann auch sein, dass man durch eine falsche Herangehensweise manche Gegner oder Story-Details gar nicht zu Gesicht bekommt. Durch die 3 unterschiedlichen Kampagnen entsteht dadurch eine Vielzahl von Variablen, was bedeutet, um alle Details und alle Inhalte von Cyberpunk 2077 zu sehen, müssten wir das Spiel vermutlich zwischen 6 und 10 Mal durchspielen. Und ob ich das jetzt machen werde, wage ich noch zu bezweifeln, aber ich weiß jetzt schon, Cyberpunk 2077 wird etwas ganz Besonderes und ich freue mich jetzt schon darauf wie ein Schnitzel, sowohl auf die Story, die Charaktere und natürlich das Gameplay. Wenn ihr möchtet, könnt ihr Cyberpunk 2077 über den Mediamarkt Online-Shop ja jetzt schon mal vorbestellen. Einen Link dazu habe ich euch wie immer in die Beschreibung dieses Videos gepackt. Das sind trackbare Links. Mediamarkt kann das dann sehen, wenn ihr darüber bestellt, und ihr unterstützt uns damit natürlich weiter als Kanal und sorgt dafür, dass wir spannende und informative Videos auch in Zukunft für euch machen können. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen kleinen Einblick in die Welt, die Story und das Genre von Cyberpunk 2077 geben. Schreibt uns doch in den Kommentaren, was ist euer Lieblings-Cyberpunk-Genre-Film oder Spiel, was auch immer. Bei Spielen bin ich da immer ein bisschen unschlüssig. Ich denke, den Platz wird 2077 vermutlich dann einnehmen. Aber bei Filmen ist es Blade Runner und Robocop. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt Spaß bei was auch immer ihr zockt. Und ich sehe euch im nächsten Video. Tonight City. And the Afterlife. Aber Andy, sag mal, hast du die Ware eigentlich überprüft? Ich meine, der Kerl, der kann ja doch alles angedreht haben. Quatsch. Mein Dealer und ich, wir sind so ganz dicke Kumpel. Der würde mich nie übers Ohr hauen. Oh, Backe!
Es ist doch die Neutronenbombe!